Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drakensang. Ich will irgendwie immer am Fluss der Zeit sagen, aber das ist leider nicht am Fluss der Zeit, oder? Was heißt leider? Ja, Fluss der Zeit hat einige Quality of Life und allgemeine Improvements, aber das normale Drakensang ist auch nicht schlecht. Wenn man denn dran denkt, regelmäßig zu speichern. Tülülülülü. Haben wir euch schon alle geplündert? Ja. Okay, wir haben Orks belauscht, die auch hinter dem Auge des Drachen her sind, genau wie wir. Aber an der Stelle sind wir halt nicht weitergekommen. Wir müssen jetzt einmal zurück. Und hier oben lang und dann geradeaus weiter. Ja. Spinneneier haben wir alle zerdeppert. Ihr habt einen eitrigen Krötenschimmel übersehen. So. Aber wir haben doch noch nicht alle Spinneneier zerdeppert. Hier sind doch welche. So, jetzt sollten alle zerdeppert sein. Ich weiß nur nicht, ob das irgendwas getriggert hat. Sieht aber ja nicht danach aus. Also ja, den Weg zurücknehmen. Hier geht's nicht weiter. Da haben wir geguckt. Hier sind wir hergekommen. So, und wir müssen diese Richtung weiter. Gladys hat es ja gesagt, das war die andere Richtung, war die falsche Richtung. Genau, und ab einer bestimmten Stelle müssten wir dann halt schleichen. Aber wahrscheinlich eh erst, wenn wir aus dem spinnenverseuchten Teil raus sind. Also ja, hier unten haben wir alles abgegrast. Dumme Gorka. Hör auf mit der Keule zu fuchteln. Fast hast du Gorkatz tot gemacht. Schwarzpelz, zu klein. Ich seh. Du bist dumm wie eine Made und stinkst wie einer Scheiße im Wald. Donnerstich, tot machen! Mit Keule! Du bist nur Fleisch mit einem Madenherr. Kein mächtiger Karjak. Deine Herrin hat dich verhext, damit du uns nicht angreifen kannst. Brüll ruhig und stampfe. Ich lache. Ich glaube, hinter uns ist gerade der Rückweg eingestürzt. Ja, Bereich über den sieben Fällen wurde geschlossen. Ich versuche mein Bestes. Bei meiner Axt. Yandra Aikara. Lass das mal vor, Greif. Angroschbart.
das verwendest du jetzt erstmal nicht. Du schießt nochmal auf den und du machst einen Vollvenictus auf den. Ich versuche mein Best für Arno. Das bin ich. Candidus. So, jetzt haben wir nur noch den Großen. Da können wir jetzt auch ruhig Wunden drauf machen. Alles klar. Na klar. So, die Heilung ist mal durchgegangen. Bei dem großen Oka haben wir irgendwie was. Oh, jetzt hat er Wunden gekriegt. Ach was. So, und er hat sich hingelegt. Jetzt können wir mal gucken. Der hat natürlich Fellfetzen dabei. Ich versuche mein Bestes. Schön, wenn ihr bleibt. Ein Wort. Ein Bärsaft und Wurfpfeile. Ich versuche mein Bestes. Mein Ziel. Oh, koscher Stahl, das ist schön. Oder koscher Stahl, nicht koscher Stahl. So, sicherheitshalber ein Quick Save. Was ist in der Truhe drin? Zeugs. Grüne Magierrute, ja, okay. So, machen wir nochmal einen Quick Save. Du bist, glaube ich, ja, du bist voll jetzt. Okay, ab hier sollten wir schleichen. Wo sind wir denn jetzt? In den Werkstätten. Also ja, Fässer einschlagen ist jetzt nicht unbedingt schleicherisch. Hm, Metallteile. Werden zum Bogenbau benutzt. Okay. Ich glaube aber, das Stück können wir zurücklaufen. Ich denke mal, ab hier sollten wir vorsichtig sein.
Naja, super. Quick Save. Okay, das scheint jetzt den Alarm nicht ausgelöst zu haben. Jetzt, wo wir ihn aus der Werkstatt rausgelockt haben. Super. Die Orks haben mich entdeckt. Wie komme ich da aber vorbei? Naja, hier ist alles eingestürzt. Ich komme nur hier durch. Schnell zurückziehen. Hilft vielleicht. Nein. Das Problem ist, der Hund riecht uns. Mal gucken, werde ich jetzt immer noch gewittert, wenn er vorbeigeht? Dann lassen wir uns mal hierher zurückfallen. Mein Atem geht ruhig.
Ja, ich bin gerade etwas konzentriert. Tut mir leid, dass ich nicht so viel sage. Ich hoffe jetzt einfach mal, der Hundeführer. Er ist erstmal ab mit seinem Hund. Okay, Falle ausgelöst. Nicht so gut, aber wir können uns hier hinten hoffentlich verstecken.